Also, wir sind im dritten Buch Mose, Kapitel 10. Drittes Buch Mose, Kapitel 10. Und das ist ein sehr starkes Kapitel, sehr krasses Kapitel. Und wie wir gesehen haben, geht es in diesen ersten Kapiteln um die verschiedenen Opfergebote. Und dann geht es um die Priester und ihre Weihe, dass sie geweiht werden für den Dienst, zu dem Gott sie berufen hat. Ein besonderer Dienst. Sie wurden besonders ausgewählt, herausgerufen, um Gott nahe zu sein, um Gott nahe zu kommen. Und das, was ganz wichtig war für die Priester, war, dass sie Gott in allem gefolgt sind, was er geboten hat. Und so steht es ja auch die ganze Zeit in Kapitel 8 und 9, sie taten, was Gott ihnen geboten hat durch Mose, haben all das getan, sie haben die Kleidung angelegt, die angefertigt wurde von den ganzen Kunsthandwerkern, die sie genauso angefertigt haben, wie Gott das in Auftrag gegeben hat. Und sie haben ihre ganze Kunstfertigkeit daran da hineingelegt, diese Priesterkleidung herzustellen und die Edelsteine, die dann auf der Brustplatte waren und auf den Schulterstücken, wo sie das Volk Israel drauf getragen haben, symbolisch. Und dann haben sie die entsprechenden Opfer dargebracht zur Sühnung und zur Reinigung und zur Heiligung. Und dann hatten sie ein ganz krasses Erlebnis mit Gott, dass nämlich Gott sich seine Gegenwart ganz deutlich, ganz sichtbar gezeigt hat in ihrer Mitte, am Ende von Kapitel 9. Durch das Feuer, was er vom Himmel herabkommen ließ. Und ja, seine Herrlichkeit erschien dem ganzen Volk. Wir wissen nicht, es wird hier nicht genau beschrieben, wie das genau aussah, aber es war, ja, es muss überwältigend gewesen sein. Die Herrlichkeit des Herrn erschien dem ganzen Volk. Es war nicht einfach nur so eine Vision, die irgendeiner hatte, irgend so ein Hirngespinst. Nein, das ganze Volk hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. So ungefähr, wie wir uns das auch vorstellen können, als Jesus, als der Auferstandene erschienen ist. Das war nicht einfach eine Vision von irgendeinem, der sich irgendwie vorgestellt hat, ach, wie schön wäre es, wenn Jesus noch leben würde. Und dann hatte er so eine Art Tagtraum. Nein, als Jesus auferstanden ist, ist er vielen erschienen als der Lebendige. Er hat sich durch deutliche Zeichen als der Auferstandene gezeigt. Er hat vor ihren Augen gegessen. Er hat Thomas gesagt, hier, guck mal, greif mal rein in die Wundmale. Wir wissen nicht, ob er es dann tatsächlich gemacht hat oder nicht, aber er hätte es tun können, er hätte es tun dürfen. Und er hätte sicherlich nicht ins Nichts gefasst. Die leibliche Auferstehung unseres Herrn, die Auferstehung in Herrlichkeit, der Leib in Herrlich, der verherrlichte Leib des Sohnes Gottes. Sie haben ihn gesehen. 500 auf einmal, sagt Paulus an einer Stelle in 1. Korinther 15. Der verherrlichte Christus ist ihnen erschienen. Sie haben ihn gesehen, alle miteinander. Auch als er in Galiläa war, als er ihnen erschienen ist, den Elfen am Ende von Matthäus, ne, wird uns gesagt, die 11 Jünger waren da. Und er hat zu ihnen allen gesprochen. Wie gesagt, es ist nicht einfach nur ein Hirngespinst, das ist das, was sie gesehen, gehört, erlebt, erfahren haben und was uns die Bibel berichtet.
Die Herrlichkeit des Herrn, sie haben sie gesehen, sie erschien ihnen. Und dann ist die Reaktion, diese Freude und gleichzeitig diese Ehrfurcht in der Anbetung. Beides zusammen, beides gehört zusammen. Die Freude über die Gegenwart Gottes, ja, er nimmt uns an. Er hat uns angenommen, obwohl wir ein sündiges Volk sind, obwohl wir gesündigt haben. Sie haben sich schwer versündigt, nachdem sie den Bund geschlossen haben, haben sie ihn gleich wieder gebrochen. Und Gott hat ihnen vergeben, er hat sie angenommen. Und da war so ein Jauchzen darüber, dass der Mächtige, der Allmächtige, der lebendige Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass er sie nicht verworfen hat, trotz all ihrer Sünde, trotz all ihrer Schwachheit, hat er sie nicht verworfen, sondern angenommen. Er ist in ihrer Mitte, erscheint, seine Herrlichkeit erscheint ihnen. Große Freude, aber dann auch Anbetung dieses herrlichen, heiligen, mächtigen Gott, diesen mächtigen Gott. Sie fallen auf die Knie, sie fallen auf ihr Angesicht. Wir als moderate Deutsche, wir bleiben immer schön in der Mitte. Wir jauchzen nicht und wir fallen nicht auf unser Angesicht. Wir bleiben schön sitzen. Vielleicht stehen wir gerade mal noch auf in der Anbetung. Vielleicht liegt es daran, dass die Herrlichkeit des Herrn uns noch nicht erschienen ist. Vielleicht müssen wir dafür beten, dass Gott uns die Augen öffnet. Wie wir gesungen haben, Herr, öffne du mir die Augen. Ich weiß nicht, haben wir es gesungen? Ich glaube, Herr, öffne du uns die Augen. Ne? Ich will dich sehen. Und das ist es. Lass uns auf ihn schauen, dass wir, ja, lass uns in sein Bild vertiefen, in sein Wort vertiefen, in das, wie er sich uns offenbart hat, wie er sich uns offenbart, sodass wir ja nicht so gleichgültig bleiben, wie Jesus gesagt hat. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Aber diese Lauheit, das verabscheue ich. Und Paulus sagt, freut euch im Herrn, freut euch. Lasst es nicht zu, dass ihr so eine, vergebt mir das Wort, Scheißegal-Haltung habt, Gott gegenüber. Sondern öffnet euer Herz für die Gegenwart und für die Herrlichkeit Gottes. Und auch für seine Heiligkeit und ja, für das, was es dann mit einem macht auch. Wisst ihr, ich bin durch so eine Zeit gegangen jetzt oder gehe auch durch so eine Zeit, wo Gott mir ziemlich nahe kommt. Und ich es auch ein Stück weit zulasse. Und das bewirkt eine Menge in mir. Und manchmal hat man ja auch Angst davor. Man möchte ja gerne auch schön so diese entspannte Sofa-Haltung beibehalten. Das will Gott nicht. Gott hat uns geschaffen, nicht damit wir irgendwie Sofa-Christen sind, sondern dass wir mit ihm gehen durch dieses Leben, dass wir lachen mit denen, die lachen, dass wir weinen mit denen, die weinen, dass wir keine kalten Klötze sind, keine kalten Herzen, steinerne Herzen haben, sondern fleischerne Herzen wie er. Er will uns in sein Ebenbild umformen und dazu gehört es, dass wir unser Herz aufmachen. Und das fängt meistens einfach ganz schlicht und einfach damit an, dass wir tun, was er sagt, so wie die Priester, wie sie das gemacht haben. Einfach das zu tun, was er gesagt hat. Und dann in Kapitel 10, wo wir jetzt sind, bei den Söhnen Aarons, Nadab und Abihu. Ja, sie haben das miterlebt und vielleicht war es diese Sehnsucht danach, es wieder zu erleben. Und dann das, was im Geist begonnen hat, im Fleisch zu vollenden, wie Paulus das sagt. Mit dem fremden Feuer hineinzukommen in das Heiligtum. Das, was er nicht geboten hatte. Und das Feuer geht aus vom Herrn, das Feuer des Gerichts.
wir haben gesehen, dass es etwas ist, was auch zu uns sprechen kann. Wisst ihr, ja, da wo wir uns anmaßen, wo wir uns überheben, wo wir im Fleisch handeln und meinen, dass wir es gut machen, wo wir insbesondere religiös sind aus dem Fleisch. Wisst ihr, was wir machen? Wir missbrauchen den Namen des Herrn für unsere eigenen Zwecke. Und Gott lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Und so oft in der Geschichte der Christenheit wurde der Name Gottes, der Name Christi missbraucht, oder? Für menschliche, für falsche Zwecke. Und Gott warnt uns hier durch diesen Text, durch diese Geschichte, durch das, was damals passiert ist. Er warnt uns intensiv und sagt, tu das nicht. Nachdem du Gott auf den Thron deines Lebens gesetzt hast, schubs ihn nicht zur Seite und setz dich wieder selber drauf. Missbrauche nicht die guten Gaben, die Gott dir gegeben hat, zur Selbstverherrlichung. Und diese Verse, das ist so wichtig, das muss man im Grunde auswendig lernen. Vers 3 hier, Kapitel 10, Vers 3. Dies ist es, was der Herr geredet hat. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Bei denen, die mir nahen, will ich geheiligt und vor dem ganzen Volk will ich verherrlicht werden. Und da steigen wir jetzt ein, also wir haben ja auch schon die Verse danach gelesen, wie Gott Aaron und seinen Söhnen ja verbietet zu trauern, weil sie ja im Dienst stehen, weil sie gesalbt sind, nicht ihr eigenes Leben zu leben, sondern ihr Leben für Gott zu leben. Wie Paulus sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Christus soll, der König soll sein Leben durch mich leben. In dieser Situation bedeutet es, sie sollen den Opferdienst, den Priesterdienst ausüben und sollen sich nicht eine Auszeit zur Trauer nehmen. Das ist eine harte Nummer, oder? Aber Jesus hat es auch so gesagt, als der Jünger gesagt hat, hier, ich will dir nachfolgen, aber lass mich noch erst meinen Vater, meine Mutter begraben. Sagt er, lass die Toten, ihre Toten begraben. Komm, folge du mir nach. Ja, selbst die Familie, die so wichtig ist, die Gott auch total wichtig ist. Er sagt, ehre Vater und Mutter, auf dass es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Total wichtig. Gott ist das total wichtig. Aber was er nicht will, ist, dass wir unser Herz hängen an irgendetwas Vergängliches in dieser Welt. Er sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. So sind wir gebunden allein an ihn. Und das macht uns frei, Geschwister, das macht uns frei. Diese totale Bindung an unseren Herrn macht uns frei. Aber da, wo wir an die Dinge und an die Menschen dieser Welt gebunden sind, da kommen Unfreiheiten hinein. Da kommen Schwierigkeiten hinein. Weil wir nicht mehr frei sind, dem Herrn so zu folgen, dem Herrn so zu gehorchen, wie er möchte, dass wir ihm gehorchen. Und in den allermeisten Fällen wird der Herr uns nicht sagen, lass deinen Vater und deine Mutter im Stich. Nein, er wird uns sagen, diene deinem Vater, diene deiner Mutter, diene deinen Kindern, sei für sie da. Das ist das Normale, sage ich mal. Aber wir tun das nicht, um ihre Liebe zu gewinnen
um zurückgeliebt zu werden von ihnen. Als Kinder Gottes sollen wir es tun aus Liebe zu unserem Herrn, im Gehorsam ihm gegenüber. Und natürlich auch aus Liebe zu unserer Familie. Aber Liebe kann manchmal so unterschiedliche Dinge bedeuten. Liebe kann manchmal bedeuten, dass ich konfrontieren muss. Liebe kann manchmal bedeuten, dass ich, und zwar deswegen, weil es darum geht, dass ich das Beste für den anderen will, dass ich hart bin. Scheinbar lieblos. Und wir fallen meistens dann auch, wenn wir so handeln, wenn Gott uns aufruft, so zu handeln, dann fallen wir meistens auch von der falschen Seite vom Pferd. Wir werden wirklich hart und lieblos. Nein, unser Herz soll weich bleiben, allen Menschen gegenüber. Aber in der Liebe muss ich manchmal Entscheidungen treffen, um des Herrn willen. Auch wenn das schwierige, schwerwiegende Konsequenzen hat, sich auswirkt, dass der andere dann beleidigt ist, vor den Kopf gestoßen, sich von uns entfernt, weil er sich nicht geliebt fühlt, weil er unsere Liebe nicht versteht. Die Priester hatten ihren Dienst, sie waren gesalbt für den Opferdienst im Heiligtum, damit alle, die kommen, die mit Sünde beladen sind, kommen können und dort ihre Sünde loswerden können, inklusive ihre Verwandten. Und deswegen sollten sie darin bleiben, in diesem Dienst, und sich nicht ihrer Trauer hingeben. Jetzt gehen wir weiter in Vers 8. Und der Herr redete zu Aaron: Wein und berauschendes Getränk sollst du nicht trinken, du und deine Söhne mit dir, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt. Eine ewige Ordnung für eure Generationen. Und damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Und damit ihr die Söhne Israel all die Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geredet hat, lehrt. Hier ist die Rede vom Weintrinken, vom berauschenden Getränk. Stefan hatte das vor ein paar Wochen schon angedeutet, dass es hier vielleicht auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was davor geschehen ist, Nadab und Abihu mit dem fremden Feuer, und dem, was hier gesagt wird. Das heißt, sie sind aus einem Rausch heraus auf diese Idee gekommen. Der Rausch als Inspirationsquelle. Viel geliebt unter Künstlern. Gott sagt, das soll nicht deine Inspirationsquelle sein. Das Wort Inspiration ist ja interessant, ne? Das ist ein Fremdwort aus dem Lateinischen, was mit Spiritus zusammenhängt, mit dem Geist. Ne? Wenn wir sagen, das Wort ist inspiriert, dann steht genau im Griechischen das Wort Theopneuma, also Gott gehaucht, von Gott eingegeben, von Gott gegeistet, wenn du so willst. Und diese Inspiration, das ist das, was wir Menschen suchen, wonach wir gerade, wenn wir kreative Menschen sind, wonach wir schauen, wonach wir suchen. Und was uns Gott hier vor Augen führt, ist: Suche deine Inspiration nicht im Rausch. Und der Rausch gibt Inspiration. Aber gerade das soll es nicht sein. Werden wir gleich noch sehen, wenn wir die Verse im Neuen Testament dazu auch lesen. Also Gott sagt hier zu Aaron: Du sollst kein Wein trinken, du und deine Söhne, also die Priesterdienst tun, wenn ihr in das Zelt der Begegnung hineingeht, damit ihr nicht sterbt.
Was ist in der Zeit, wenn sie nicht ins Zelt der Begegnung hineingehen? Das steht hier nicht. Also man kann es hier mit unterschiedlicher Gewichtung lesen. Man kann es so lesen, dass sie überhaupt keinen Wein trinken sollten. Aber ich glaube, dass das hier nicht unbedingt gemeint ist. Denn später wird uns berichtet von den Gottgeweihten in 4. Mose 6, von den Naziräern. Man konnte für eine Zeit lang sich in besonderer Weise Gott weihen für den Dienst und sagen, ich möchte Gott zur Verfügung stehen, mich ganz Gott zur Verfügung stellen. Und dann hatte man aber auch bestimmte Pflichten. Man durfte keinen Wein und noch nicht mal irgendwas vom Weinstock, also auch der Traubensaft hier wäre tabu gewesen. Das heißt, eine Totalabstinenz, aber nur für die Zeit der Weihe. Das war normalerweise etwas, was für eine bestimmte Zeit man eingegangen ist, diese Weihe. Und wenn diese Weihe dann zu Ende war, dann durfte derjenige auch wieder Wein trinken. Also die Gottgeweihten, die Naziräer, sie hatten tatsächlich diese absolute Abstinenz. Hier aus diesem Vers kann man das nicht unbedingt so schließen. Es ging Gott hier vor allen Dingen darum, wenn die Priester ins Heiligtum gingen, in die Nähe Gottes kommen, wenn sie sich Gott nahen, dann sollen sie nicht berauscht sein. Sie sollen nicht im Rausch Gott begegnen, sondern mit klaren Sinnen, mit klarem Verstand. Und er sagt, drei Gründe gibt er dafür an. Und das zeigt dann, dass dieses Alkoholverbot tatsächlich auch noch ein bisschen weiter geht als nur, dass sie keinen Alkohol trinken sollten, wenn sie ins Heiligtum gingen, sondern das ging darüber hinaus. Und das kann man an der Begründung sehen. Es gibt hier drei Punkte, die genannt werden. Erstens, damit ihr nicht sterbt. Zu viele Menschen sterben unter Alkoholeinfluss, oder? Sei es, dass sie Unfälle haben. Ja. Unter Alkoholeinfluss wirst du risikofreudig. Es ist aber nicht nur Alkohol, du kannst auch Drogen nehmen. Unter Rausch, einem Rauschzustand. Rauschzustände sind gefährlich, weil man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, nicht mehr Herr seiner selbst ist. Paulus sagt, darin liegt Ausschweifung. Es ist nicht mehr Selbstbeherrschung, sondern Ausschweifung. Und deswegen ist es gefährlich. Man kann schnell sterben. Und wisst ihr, letztendlich ist ja Gott der Herr über Leben und Tod. Das heißt, er gibt uns das Leben, er nimmt uns das Leben auch zu einer bestimmten Zeit. Das heißt, wenn ich in einen Rauschzustand gerate und dann irgendeinen Unfall habe, was bedeutet das? Und ich sterbe daran, das bedeutet, Gott lässt das zu. Gott überlässt mich dieser Kraft, der ich mich ausgeliefert habe und lässt es zu, dass ich daran sterbe. Und Gott will nicht, dass wir sterben. Gott will unser Leben. Deswegen sagt er hier, trink lieber keinen Alkohol, damit du nicht stirbst. Wir werden aber auch noch sehen, was das noch weiter auf sich hat. Ich will nur schon mal die drei Punkte nennen. Der zweite Punkt ist, damit ihr unterscheidet zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und zwischen dem Reinen und dem Unreinen. Das Unterscheidungsvermögen. Na? Du siehst nicht mehr klar, wenn du im Rausch bist. Es verschwimmt alles. Was ist hier noch richtig? Was ist falsch? Was ist rein? Was ist unrein? Ja, wir sind schnell dabei, ins Unreine hineinzufallen im Rausch. Wir reden Dinge, die wir bei klarem Verstand nicht reden, sagen würden.
Wir tun Dinge, die wir nicht tun würden. No? Wir haben kein Gefühl mehr, kein Unterscheidungsvermögen mehr unter dem Rausch. Und Gott möchte, dass wir das haben. Er möchte, dass seine Priester dieses Unterscheidungsvermögen haben. Was ist rein, was ist unrein, was ist heilig, was ist nicht heilig. Und das Dritte ist, damit ihr die Söhne Israel all die Ordnungen, die der Herr durch Mose zu euch geregnet hat, lehrt. Die Priester hatten tatsächlich noch eine ganz zentrale, wichtige andere Aufgabe, als dass sie im Heiligtum den Opferdienst versehen haben. Sie waren die Lehrer Israels. Zur Zeit Jesu hatte sich das Ganze verschoben. Die Priester haben überhaupt nicht mehr ihre Aufgabe ausgeübt. Stattdessen haben sich an ihre Stelle eine Heiligungs- und Frömmigkeitsbewegung gesetzt, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die Schrift abgeschrieben haben und weitergetragen haben. Die Priester waren schon lange nicht mehr da, wo sie geistlich hätten sein sollen. Also die Priester hatten den Auftrag zu lehren. Aber wie kannst du im Rauschzustand lehren? Wenn du noch nicht mehr klar sehen kannst, dann kannst du auch nicht mehr klar reden. Dann laberst du daher und da kommt nichts Gescheites bei raus mehr. Also das sind die drei Dinge, warum Gott sagt, mach es nicht. Damit du nicht sterbst, damit wir nicht sterben. Es geht darum, dass, wie gesagt, unter Alkoholeinfluss wir vielen Gefahren ausgesetzt sind. Und wir sehen das an den Beispielen im ersten Buch Mose, wenn ihr an Noah denkt oder an Lot. Was haben die im Rausch gemacht? Die haben sich schwer versündigt. Und ja, am Ende, im Endeffekt, gerade Lot auch, hat sich so versündigt, dass wir im Nachhinein sagen müssen, ja, aus der Sünde kommt der Tod. Na, der Rauschzustand, der lässt unsere Hemmschwellen fallen, wie man so schön sagt. Und dann stecken wir plötzlich tief drin im Schlamassel und versündigen uns auf furchtbare Weise. Und wenn wir wieder wach werden aus unserem Rausch, sagen wir, was habe ich da nur getan? Was habe ich nur getan? Der Sünde sollt ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Jesaja 5, können wir mal aufschlagen. Jesaja 5. Da gibt es eine Menge Wehe, 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 pass auf. Und zwei Wehe, die gelten auch diesem Thema, Vers 11. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um Rauschtrank nachzujagen, die bis spät am Abend bleiben, dass der Wein sie erhitzt. Zither und Harfe, Tamburin und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Und Vers 22. Wehe denen, die in ihren eigenen... Ja, Vers 22. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfere Männer im Mischen von Rauschtrank, die den Ungerechten wegen eines Bestechungsgeschenkes gerecht sprechen, den Gerechten aber ihre Gerechtigkeit absprechen. Hier sieht man, was daraus folgt. Diese Helden im Wein mischen und im Weintrinken, sie sind alles andere als Helden, wenn es darum geht, Gerechtigkeit für Gerechtigkeit zu sorgen. Weil sie nicht mehr unterscheiden können. Wir springen mal ins Neue Testament
Und da steht in Lukas 21 ein interessanter Vers. Lukas 21, Vers 34. Und das spricht ganz direkt zu uns, die wir, ja, glaube schon, dem Ende der Zeiten nahe sind. Wo Jesus sagt in Lukas 21, Vers 24, dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Die Zeiten, in denen die Nationen Jerusalem zertreten werden. Die Zeit ist nahe, dass das zu Ende geht. Seit 1948 gibt es den Staat Israel. 1967 im Sechstagekrieg wurde Jerusalem von den Israelis eingenommen. Aber es gibt immer noch, steht immer noch im Raume die Thema Teilung Jerusalems. Jerusalem, der Anspruch, dass es die Hauptstadt Palästinas sei oder Israels und Palästinas. Es steht immer noch im Raum, es ist immer noch nicht geklärt, die ganze Frage. Und es ist eine der Hauptprobleme, warum es nicht zu einem Friedensschluss sozusagen kommt und einer Einigung in dem ganzen Konflikt. Jerusalem wird immer noch von den Nationen zertreten. Die Zeit der Nationen ist noch nicht ganz erfüllt. Aber wir sehen, dass ein Ende in Sicht ist. Und dann sagt Jesus, spricht über das Ende, und dann sagt er in Vers 34, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Was sagt Jesus hier? Er sagt, der Tag des Zorns des Herrn, ne, der Tag des Herrn wird es auch genannt, die Zeit, und das ist nicht nur ein Tag, es sind 7 Jahre, das kommt wie ein Fallstrick, das heißt unerwartet kommt es über diese Erde. Und wenn wir dann beschwert durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen sind, dann kommt dieser Tag auch plötzlich über uns. Und Jesus sagt aber, eure Perspektive, eure Lebensweise, euer Leben soll anders sein. Ihr sollt nicht euch die Birne vollballern. Und das bedeutet, ich übertrage das gerne auch, dass ich glaube, dass das auch in Gottes Sinne ist, wenn ich das so übertrage. Wisst ihr, dieses nüchtern sein, wachsam sein. Und er sagt hier auch, betet zu aller Zeit. Paulus sagt es auch, betet alle Zeit. Was heißt das, alle Zeit zu beten? Alle Zeit in Gemeinschaft mit Gott zu leben, mit ihm in Kommunikation zu stehen. Und das ist ja dieses wunderbare Geschenk. Gott ist uns nahe, er lebt sogar in uns. So nah kann gar nichts anderes sein, wie Gottes Geist in uns. Und Paulus sagt ja, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind dieses Heiligtum. Wir sind gleichzeitig die Priester, die alle Zeit in der Nähe Gottes sind. Und was sollen die Priester in der Nähe Gottes? Kein Rauschtrank. Nicht berauscht sein, sondern hingegeben ihrer Aufgabe, die sie von Gott haben. Wachsam, bereit, im Gebet, in enger Gemeinschaft mit Gott. Nicht beschwert, die Herzen nicht beschwert durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen.
Völlerei und Trunkenheit, das ist der Ausdruck von, ich fliehe in das Materielle, ich lasse es mir richtig gut gehen. Das sind die Reichen, die sich richtig zuballern. Aber die Armen können es auch, wenn sie Schulden machen und was weiß ich. Das ist halt eine bestimmte Art und Weise. Die anderen sind es diejenigen, die ja, sich Sorgen machen. Und ist es nicht eine Zeit zum Sorgen machen gerade? Ist es nicht eine Zeit der Angst, der Sorge? Ja, bis hin zum täglich Brot. Aber was lehrt uns unser Gott? Was lehrt uns der Sohn Gottes, unser König, unser Christus? Was lehrt er uns? Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Sorge dich nicht darum, was du essen oder was du anziehen sollst. Wirf deine Sorge auf ihn. Er will für dich sorgen. Bring deine Sorgen im Gebet vor Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird deine Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Das heißt, dieser Weg, zu wachen und zu beten, schützt uns davor, dass wir belastet und beschwert werden von der Lebenssorge. Damit wir bereit sind für den Tag, dass wir wachen und erkennen, ja, jetzt ist die Zeit, Jesus kommt bald. Denn er möchte, dass wir entfliehen, er möchte uns ihm entgegen in die Luft entrücken, weg von dieser Erde, bevor dieser Zorn ausbricht über die Sünde der Menschheit. Er will uns wie Noah in die Arche hineinbergen, sodass wir nicht in die Flut hineinkommen. Er will uns wie Lot aus der Stadt Sodom herausreißen, damit wir nicht in dem Gericht niedergestreckt werden. Das ist das, was Jesus sagt. Und dazu gehört auch, sich nicht mit Wein voll zu machen, nicht mit Rausch in den Rausch hineinzugehen, sondern nüchtern und wachsam zu bleiben. Es gibt noch so viele andere Stellen, die das eigentlich bestätigen. In Galater 5, Vers 21 wird die Trunkenheit ein Werk des Fleisches genannt. Wir sehen es auch im 1. Korintherbrief. Da sagt Paulus sehr klar und deutlich, und nicht, dass man das falsch versteht, Trunkenheit ist nicht die einzige Sünde im Leben eines Menschen. Es gibt noch sehr viele andere. Er zählt hier eine ganze Liste auf. Und auch diese Liste ist nicht vollständig. Aber er sagt, wenn du in einer bestimmten Sünde lebst, nicht wenn du strauchelst und hinfällst und dann wieder aufstehst, das ist nicht das Thema. Gott ist voller Gnade und Barmherzigkeit für jeden seiner Kinder. Und er weiß, dass wir schwach sind, dass wir, ja, dass ein Kampf zwischen Geist und Fleisch in uns tobt, das weiß er. Und er ist voller Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir hinfallen, und hebt uns auf, stellt uns wieder auf unsere Füße, reinigt uns durch sein Blut. Aber er hat etwas dagegen, wenn Menschen sich binden an ihre Sünde oder sich binden lassen an ihre Sünde. Er sagt hier, Paulus sagt in Vers 9 von Kapitel 6 im 1. Korintherbrief, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch mit Männern Schlafende, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Und das ist eine Ausdrucksweise, die, wie soll man sagen, nett und freundlich ist. Das sind wir alle gewesen. Das eine oder das andere. Ich kann mich aus dieser Liste nicht rausnehmen. Ganz gewiss nicht. Du vielleicht. Vielleicht bist du ein Heiliger von Geburt auf. Dann preise Gott dafür.
dass er dich bewahrt hat vor der Sünde. Denn fähig sind wir alle dazu. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was für ein wunderbares Geschenk, dass wir nicht mehr gebunden sind an unsere Sünde. Er hat uns daraus heraus befreit. Er hat uns vergeben. Er hat uns gereinigt. Obwohl unser Leben dreckig und voller Sünde und unrein und unheilig war, so hat er uns geheiligt durch Christus. Und dann hat er sein Werk angefangen, durch den Heiligen Geist in uns, uns zu reinigen. In manchen Bereichen unseres Lebens auf einmal, zack, war es anders in unserem Leben. Zack, waren wir frei von diesen furchtbaren Bindungen in die Sünde hinein. Und bei anderen Dingen, oh, ein langer, schwerer Weg, Stück, Schritt für Schritt und wieder einen Schritt zurück, aber wieder nach vorne und weiter, Schritt für Schritt hinaus, heraus aus diesem Dreck, aus dieser Unfreiheit. Aber wir sind abgewaschen, wir sind gereinigt. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes. In seinen Augen sind wir schon fertig. Er freut sich über uns, weil er uns schon sieht, wie wir fertig sind. In Christus sieht er uns. Weil Christus hat es vollbracht. Schon fertig. Er denkt nicht, wird die das schaffen? Wird er das schaffen? Oh je, ich weiß es nicht. Ach, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Nein. Ich bin aber gewiss, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis an den Tag Christi. Das ist Gottes Haltung. Das ist die Haltung des Heiligen Geistes. Er weiß es, das Werk, was er begonnen hat, das wird zum Ende fertig sein. Aber was steht hier noch im 1. Korintherbrief, Kapitel 5? Wir springen mal ein paar Verse zurück in Vers 9. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, also er bezieht sich hier auf einen Brief, den wir nicht kennen, einen vorherigen Brief. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Und jetzt erklärt er das. Was meint er damit? Na, irgendwie haben sie das falsch verstanden. Er erklärt es ihnen nochmal. Ich nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Paulus hat ja auch gearbeitet als Zeltmacher und hat auf dem Markt gearbeitet und da kamen ständig Leute rein. Und ja, er hat natürlich ständig mit Ungläubigen, mit Unreinen, mit Unzüchtigen, mit Götzendienern, mit Räubern Kontakt gehabt. Das musste er ja auch, damit er das Evangelium ihnen bringen kann. Paulus sagt, das habe ich damit nicht gemeint, dass ihr keinen Umgang mit diesen Menschen haben sollt, mit den Ungerechten und Gottlosen dieser Welt. Klar, so wie Christus sich hingesetzt hat mit den Zöllnern und Sündern, mit ihnen gegessen hat und ihnen die Liebe Gottes nahegebracht hat, macht es. Vers 11. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht die, die drinnen sind? Die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das sind krasse Worte. Das sind krasse Worte. Konsequente Worte. Ich bin so furchtbar inkonsequent. Ich bin so inkonsequent mit mir selbst, mit meinem eigenen Fleisch.
Und deswegen bin ich auch so inkonsequent mit anderen. Und da will ich anfangen mit meinem eigenen Fleisch, will den Sauerteig ausfegen, wie es hier vorher heißt in den Versen, aus meinem eigenen Herzen. Aber ich will auch von Gott lernen, aus seinem Wort lernen. Wir wollen es lernen, nicht einfach locker darüber hinwegzugehen, wenn wir diese Dinge sehen in unseren Geschwistern, weil es geht um die Liebe. Wenn jemand so lebt als Trunkenbold in der Gemeinde, er hat eine falsche Selbstsicherheit. Er denkt, ist doch alles okay. Ich bin ja gläubig, ja, wird schon nichts passieren. Aber was sagt Jesus? Wenn dein Herz beschwert ist von diesen Dingen, von dieser Sünde, wenn du hängst an deiner Sünde, ich sage es nicht in dem Sinne, dass ich sage, ja, so ist es, Jesus weiß es ja, Jesus, ich weiß es nicht, aber für mich hört es sich schon so an, hey, pass auf, dass du nicht am Ende nicht mitkommst. Ich will hier keinem Angst machen. Es geht eher darum, dass Gott uns rüttelt und sagt, hey, ich will, dass du als mein Kind nicht in diesen Dingen lebst. Das sind Ketten, die dich an diese Erde binden, wenn du so willst. Und Gott möchte uns aus all diesen Ketten befreien. Und da sollten wir miteinander und füreinander ringen im Gebet. Wir sollten aufeinander zugehen. Wie Jesus gesagt hat, wenn dein Bruder sündigt, dann geh auf ihn zu und sprich mit ihm darüber. Versuche ihn zu gewinnen für den Weg Gottes. Wenn er auf einen nicht hört, dann nimm doch jemand anders mit. Gebt euch Mühe. Strengt euch an. Lasst einander nicht einfach so im Stich. Lasst einander nicht einfach so hängen. Kümmert euch umeinander. Und das beste Kümmern besteht darin, dass wir darum ringen, dass jeder hier eine gute Beziehung zum Herrn hat, eine gereinigte Beziehung zum Herrn, dass er darin lebt, in dieser Salbung, die für uns alle gegeben ist. Wir sind alle Priester, alle in der Gegenwart Gottes sollen wir leben. Oh, die Zeit springt. Geht voran. Also, man kann das an ganz vielen Stellen festmachen, dass Gott uns aufruft, nüchtern zu sein. Und dieses Wort nüchtern ist tatsächlich auch bezogen auf die Nüchternheit des Geistes, wachsam, wachen Geistes zu sein, nicht eingelullt, nicht im Rausch abgetaucht, sondern nüchtern. Ich lasse das andere alles hier jetzt weg. Moment, jetzt bin ich völlig weg hier. Moment. Was ist passiert? Ich bin jetzt völlig, hab's völlig verloren hier. Moment. Ich komme hier gar nicht zu allem, was ich eigentlich wollte. Gut, dann bleiben wir dabei. Nur noch zwei Punkte hier. Das Unterscheidungsvermögen. Gott möchte, dass wir unterscheiden können. Und im Epheser 5, Vers 18 steht, dass wir uns nicht voll Wein saufen sollen, sondern dass wir voll Geistes werden sollen. Das hat aber einen bestimmten Zusammenhang. Und zwar sagt er in Epheser 5, Vers 15, seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Worum geht es hier? Um Unterscheidungsvermögen. Es geht darum zu erkennen, was will Gott in meinem Leben hier? Was will Gott für uns? Da brauche ich wache Sinne. Da kann ich nicht vernebelt sein. Ich muss die Prioritäten richtig setzen, indem, dass ich klar denken, klar hören kann. In Gemeinschaft mit Gott, in unverstellter Gemeinschaft mit Gott. Dafür muss Sünde raus aus meinem Leben, damit ich
diese Nähe zu Gott auch haben kann, ihn zu hören, von ihm zu empfangen, von ihm geleitet zu sein, ja, von seinem Heiligen Geist, der mir Offenbarung gibt, der mir zeigt, was Gottes Wille ist. Ja, eine Gabe des Heiligen Geistes in 1. Korinther 12 ist Unterscheidung der Geister. Gott möchte, dass wir unterscheiden können. Und dann steht hier in Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander im Psalm, Loblieder und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt und allerzeit Gott, dem Vater, Dank sagt im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, das alles soll aus dem Geist, aus der Erfüllung des Geistes heraus geschehen, nicht als religiöse Pflichterfüllung, sondern als Folge der Geisterfüllung. Paulus sagt, seid weise und nicht unweise. Das war Salomos Gebet. Herr, schenk mir doch bitte, du willst mir etwas geben, du willst mir etwas schenken. Gott hat gesagt, hier, du kannst dir erbitten, was du willst. Oh, eine gute Fee hat einen, du hast einen Wunsch frei. Egal, was es ist. Was wünschst du dir? So ist Gott auf Salomo zugekommen. Wir sind heute bei Wünsch dir was, Salomo. Was wünschst du dir? Und Salomo sagt, ich brauche Weisheit. Ich brauche diese Fähigkeit, unterscheiden zu können. Ich bin ja berufen. Und das war so weise von ihm, weil er wusste, welche Aufgabe Gott ihm gegeben hat. Ich bin doch berufen dazu, das Volk Israel zu richten. Also brauche ich die Gabe dazu, zu unterscheiden zu können. Zu wissen, was will Gott? Was ist Gottes Wille hier? Was ist richtig, was ist falsch? Entschuldigt bitte. Das ist ja unglaublich. Und das dritte, die Lehrfähigkeit. Hebräer 5, Vers 12 sagt uns, Gott sagt zu uns, in Vers 11 steige ich mal ein, wir haben noch viel über dieses Thema zu sagen. Worüber? Das Thema ist Christus als unser hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Spannendes Thema. Ne? Aber er sagt hier, darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Ihr seid irgendwie so verkümmert in dem, was ihr von Gott gelernt habt, dass ihr irgendwie wieder einen Anfängerkurs braucht. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr seid schon so lange mit dem Herrn unterwegs. Ihr solltet selber schon Lehrer sein. So, und das ist eigentlich auch die Aufgabe der Priester. Sie sollten die Ordnung Gottes lehren. Und wisst ihr, jeder von uns, der wächst und heranreift, vielleicht heiratet und Kinder bekommt. Manche sind hier, die haben noch keine Kinder. Die Kinder haben, die wissen das. Wenn man Kinder hat, dann ist man berufen dazu, die Kinder zu lehren. Ja. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Furcht und in Ermahnung des Herrn. Ihr Väter kann man auch mit Eltern übersetzen. Ihr Eltern, erzieht eure Kinder in der Furcht und der Ermahnung des Herrn. Das bedeutet, lehrt sie. Wie in 5. Mose Gott dem Volk Israel gesagt hat, rede von den Ordnungen Gottes mit deinen Kindern, lehre sie, präge sie deinen Kindern ein. Also das heißt, wir müssen Lehrer werden. Jeder von uns, auch wenn du nicht zum Pastor oder zum Lehrer berufen bist in der Gemeinde. Und das war es. Es ist eine Gabe des Heiligen Geistes, 1. Korinther 12, Vers 28 und 29. Er beruft Lehrer in die Gemeinde hinein und begabt sie auch zur Lehre. Vielleicht bist du dazu nicht berufen, vielleicht hast du nicht diese besondere Gabe. Aber wenn du mit Jesus gehst, wenn du ein Jünger Jesu bist, und Jünger bedeutet Schüler, dann solltest du irgendwann auch fähig werden, andere zu lehren. Das möchte Gott. Und da steht dieses sich den Kopf vollballern dem entgegen. Dann kannst du nicht mehr Lehrer sein.
Genau. Also, lass... Ja, Gerhard, das stimmt, das stimmt. Das ist auch furchtbar. Und das ist, weißt du, und da hat sich Salomo tatsächlich auch genau diesen Fehler gemacht. Er hat sich berauscht an den vielen Frauen. Und das hat ihn, na, diese Ausschweifung hat ihn unfähig gemacht, dazu zu unterscheiden, unfähig gemacht, ein Vorbild und ein Lehrer für Israel zu sein. Er hat es irgendwann zugelassen, dass es in sein Leben hineingekommen. Und deswegen warnt uns Jesus davor. Er sagt, mach das nicht. Lass dich nicht darauf ein, auf diese Sachen. Räum auf in deinem Leben. Wenn da Dinge sind, pack es raus. Bekenne deine Sünde, lass dich davon reinigen. Lass dich davon lösen, wenn du merkst, ich hänge da so drin, ich komme da nicht raus, das ist wie eine Bindung, dann lass dich davon lösen, indem du Gott wirklich von Herzen suchst, indem du dir Geschwister suchst, die mit dir beten, die mit dir im Gebet darum ringen, dass du wirklich frei wirst. Gott will nicht, dass wir in Gebundenheiten hängen bleiben, sondern dass wir freie Kinder Gottes sind, Priester, heilige Priester, die in der Nähe Gottes leben, in der engen, tiefen Gemeinschaft mit Gott, die dienen, ihm darin dienen, die Ordnung Gottes zu verkünden, unterscheiden zu können in ihrem eigenen Leben, was ist der Wille Gottes, und dann auch andere lehren können. Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser hoher Priester bist, der all das für uns getan hat. Du bist treu gewesen. Herr, du hast dich nicht versündigt. Du hast dich nicht an diese Welt gebunden, sondern du bist frei, ein freies Kind Gottes geblieben, ein freier Sohn Gottes, der nur in Bindung und Abhängigkeit von seinem Vater gelebt hat. Und du hast das für uns getan, weil wir so unvollkommen sind, weil wir das nicht hinkriegen, weil wir so schwach sind. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Was sollen wir machen, Herr? Wir hängen da immer wieder drin. Aber danke, dass du so gnädig und barmherzig bist, um uns herauszuholen, herauf aufzuheben aus dem Staub, dass du aus den Elenden Edle machst. Herr, dass du uns reinigst und erneuerst, uns neues Leben gibst, Herr. Wir preisen dich für alle Befreiung, die du uns schon geschenkt hast. Und da, wo irgendwas noch in unserem Leben ist, wo wir hängen, wo wir nicht weiterkommen, Herr, wir beten und ringen darum, dass du Befreiung und Erneuerung schenkst, Herr. Dass wir da rauskommen aus diesen Bindungen in die Welt hinein, sodass wir ja, den Dienst tun können, wie du uns berufen hast, in Freiheit, in Freude, ja, auch in Ehrfurcht und Anbetung, dass wir dir die Ehre geben in allem und dass wir nicht ja, uns verführen lassen in Ausschweifung, ja, das zu verpassen, was du für uns hast. Ja. Danke, dass du kommst, dass du wiederkommst, dass du für uns kommst und wir wollen dich erwarten mit einem wachen Geist, mit einer wachen Seele, mit einem wachen Herzen. Wollen dich erwarten und ja, lehre du uns wirklich, alle Zeit im Gebet zu sein, alle Zeit in deiner Gemeinschaft zu leben und zu sein und nicht abzutauchen, Herr. Die Welt, die kann das nicht anders, die kommt nicht anders klar, die weiß nicht, wie sie sonst mit der Angst umgehen soll, mit der Sorge, mit ja, den ganzen Nöten, mit den ganzen Verletzungen. Herr, so viele, die abtauchen in Rausch und es wird dann schön geredet. Herr, bitte hilf du uns, dass wir da Widerstand leisten und ja, zu dir aufschauen in diesen ganzen Nöten. Wie du gesagt hast, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Das wollen wir tun, Herr.